Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal ein Brickman Special. Und zwar möchte ich diesmal das Set von Lego, der 42110 Land Rover Defender aus dem Jahre 2019, vergleichen mit dem King Land Rover Defender mit der Setnummer 93018. Es ist optisch, schaut es mehr oder weniger identisch aus. Es gibt allerdings ein paar Abweichungen von den Daten her. Und zwar hat das Lego Set 2573 Teile und das King Set 2830. Also knapp 300 Teile hat das King Set mehr. Ist aber fast identisch, wenn man es so anschaut. Wenn man dann in den Bauplan reinschaut, das kann ich dann nachher noch ein bisschen zeigen, ist es auch identisch. Beide haben 860 Bauschritte und aufgeteilt wird das Ganze in 4 Bauabschnitten. Also das ist wiederum gleich. Woher die 300 Teile mehr kommen, bleibt spannend. Das werden wir herausfinden, ob das wirklich dann auch so ist. Ja, ich mache diesmal ein Parallelaufbauvideo. Das heißt, Schritt 1 mache ich mit Lego, Schritt 1 mache ich mit King, Schritt 2 Lego, Schritt 2 King und so weiter. Und dann werden wir nach jedem Bauabschnitt werden wir dann vergleichen, wie weit wir gekommen sind, wo es Unterschiede gibt und ob es von der Klemmkraft her Unterschiede gibt, ob es Farbabweichungen gibt, ob es Qualitätsunterschiede gibt, haptisch vielleicht auch sogar Unterschiede gibt. Also ich bin schon sehr neugierig, was da rauskommen wird. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich zeige jetzt noch kurz die Unterschiede vom Bauplan und von den Verpackungen. Da sieht man es schon, auf der linken Seite ist die Schachtel von Lego ziemlich groß. Und das ist im Vergleich dazu die Verpackung vom King. So ungefähr ist es zu mir gekommen aus China. Die verpacken das ja alles ziemlich kompakt. Und man sieht eigentlich, was für Verschwendung Lego betreibt. Es ist auch, wenn man die Lego-Verpackungen immer aufreißt, ist auch meistens sehr viel Luft da drinnen. Und es sind nur wenige Tüten, was die Verpackung wirklich auffüllen. Im Gegensatz zu den Chinesen, wie gesagt, das ist kompakt verpackt. Und bis aufs letzte Quadratzentimeterchen ausgenutzt. Also da gibt es schon mal einen großen Unterschied. Ja, kommen wir jetzt noch schnell zu den Bauplänen. Da muss ich nur kurz die Kamera umbauen. Bin gleich wieder da. So, der Kameraumbau ist beendet. Jetzt schauen wir uns die Baupläne an. Und ein bisschen sieht man es schon. Die Pläne oder der Plan von King ist um eine Spur größer. Ich muss es so ersetzen, sehe ich gerade im Monitor, dass man sieht, da haben wir gute 2 cm ist er größer, der Plan vom King. Wir werden auch gleich sehen, warum. Und er ist auch, naja, ein knappes Zentimeter ist er länger. Das sieht man da. Wo es einen großen Unterschied gibt, ist an der Stärke. 494 Seiten, also mit dem da 495, aber da steht es nicht mehr, ist die Bauanleitung dick, 495 Seiten, merken. Und diese Bauanleitung hat 245 Seiten. Was man sieht, es endet bei King mit Bauschritt 860. Bei Lego, Moment kurz, muss man ein bisschen suchen, so, auch Bauschritt 860, also komplett identisch. Und es wird genauso mit dem Reserverad und mit einem kleinen Zahnrad geendet.
ganz gleich. Auch hier. Das Reserverad, das Zahnrad, 860. Was man auch noch merkt, obwohl der Bauplan vom King größer ist, sind die Abbildungen kleiner. Der Defender von Land Rover, sieht man, ist viel größer abgebildet, da unten, als der von King da oben. Also es ist ein bisschen detailreicher abgebildet beim Lego-Plan als im King-Plan. Der vorherige Schritt, kann man auch noch schnell vergleichen, ist auch dasselbe. Man sieht, es ist wirklich komplett identisch. Jetzt zeige ich noch die Unterschiede im Inneren. So. Da haben wir jetzt Bauabschnitt 1, Schritt 1. Da ist noch ein Aufkleber. Das da übrigens ist vom Aufkleber. Die Spuren, wie ich es runtergerissen habe. Da sieht man es jetzt ganz stark. Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist auf einer Seite beim King-Bauplan, haben die 6 Schritte. Und beim Lego-Plan ist es so, das blendet ein bisschen, vielleicht kann ich das wegdrehen, nein, geht leider nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, die 6 Schritte gehen beim Bauplan vom King auf einer Seite unter, wogegen Lego 2 Seiten braucht. 3 Schritte hier, 3 Schritte hier. Das blendet ein bisschen, aber ich kann es nicht ändern. So ist vielleicht ein bisschen besser. Und dasselbe auf den nächsten Seiten. Man sieht, es ist wirklich immer dasselbe. Der Bauschritt 7 sind einfach 4 blaue Dreierpins. Ich zeige das ein bisschen. 4 blaue Dreierpins. Bauschritt 7. Bauschritt 7. 4 blaue Dreierpins. Ganz dasselbe. Nur der Unterschied. Bauschritt 7, 8, 9 im King-Plan, 7, 8, 9 im Lego-Plan. Also Lego macht es viel verschwenderischer, tut viel mehr Seiten benutzen. Was auch noch auffällt, das Papier, die Papierdicke ist viel besser, viel stärker beim King-Plan. Der Lego-Plan, das ist ganz hauchdünnes Papier. Man hört es auch, den Unterschied. Ich probiere das jetzt da nochmal. Es ist viel steifer und viel dickeres Papier. Qualitativ ist der Bauplan vom King besser als vom Lego. Das ist ganz dünn. Wenn man da nicht aufpasst, es reißt schnell ein, es knickt schnell um. Also da ist der Lego-Bauplan viel, viel schlechter. Das ist schon mal ein Minus, was ich dem Lego-Bauplan ankreiden muss. Nächste Kuriosität. Vom King. Da steht drauf Land Rover. Aber wenn man dann die Aufkleber anschaut, da ist wieder dann ein Land Rover. Also das heißt, King macht es so, es tut nach außen hin, tun es ein bisschen scheinheilig und sagen, ja, wir machen da eh kein Plagiat und wir tun da andere Namen draufschreiben, dann ist das schon okay. Aber wenn man es dann auf dem Modell drauf macht, ist dann doch wieder normal. Das ist, finde ich, wieder witzig. Es steht auch drauf Defender, Land Rover, da auch verkehrt,
Defender. Also von dem her, es passt. Wenn man es am fertigen Modell dann am Schluss hat, ist es genau gleich, aber komplett gleich. Gut, also das war schon mal ein Unterschied. Das blendet schon wieder. Ein Unterschied von den Bauplänen her. Es sind auch die Abbildungen ganz gleich, wie man sieht. Also da gibt es auch schon Parallelen. Ich bin schon echt sehr, sehr neugierig, wie es dann beim Bauen wird. Gut, legen wir los. Bauabschnitt 1, Schritt 1. Der Bauabschnitt 1 ist beendet. Gebaut habe ich jeweils die Hinterachse inklusive dem Getriebe darüber und einen kleinen Rahmen, der was noch vorgeht. Gebraucht habe ich dafür jeweils 1,5 Stunden. Es baut sich ziemlich gleich auf. Es gibt wirklich kaum Unterschiede zwischen Lego und King. Es sind lediglich einmal ein Farbunterschied gewesen. Das sieht man an dem orangenen Rad da. Das ist die Lego-Version, das ist die King-Version. Und wenn ich das jetzt herzeige, die Lego-Version ist von der Farbe her ein wenig kräftiger. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. In echt ist es ein bisschen ein schöneres, kräftigeres Orange. Es ist wirklich komplett ident zum Bauen. Es gibt kaum Unterschiede, lediglich ein bisschen in der Klemmkraft. Wenn ich jetzt das Lego-Ding aufhebe, das kann ich da hin und her, da fällt nichts runter. Ich sage es einmal von der anderen Seite, von unten. Also da passiert gar nichts, wenn ich jetzt die King-Version aufhebe. Ups! Sieht man schon, da ist der Pin rausgefallen. Es fällt
Es ist da auch schon locker geworden, wie man sieht. Also es ist sehr, sehr, ja, es fällt sehr leicht ab. Man braucht wirklich leicht antippen und dann geht das raus. Aber das ist ganz, ganz schlimm. Also das, wenn ich das reindrücke, zack, fällt es alleine wieder raus. Und da bei der Gelenkwelle, da unten, das ist auch wirklich, das geht so leicht raus, das ist gar nichts. Das, von der Haltekraft her ist das wirklich zum Vernachlässigen. Ich hoffe, dass es später nicht wirklich haltende Kraft braucht, weil sonst würde das permanent rausfliegen. Aber ich schätze mal, das wird wirklich nur einfach eine Verbindung sein und somit wird es keine Haltekraft benötigen. Ansonsten, die Getriebefunktion ist bei beiden gegeben. Sie funktioniert ganz gleich. Es lässt sie alles gleich schalten, es lässt sie alles gleich stark drehen. Es ist da bei der Einheit da unten, das hakt ein wenig und geht eine Spur strenger als das vom Lego. Das ist aber schon das Einzige, wo es einen Unterschied gibt. Ansonsten habe ich wirklich nichts gemerkt. Es ist genauso auch die Farbtreue da. Es ist das Dark Blush Grey, ist gleich wie beim Lego. Das Light Blush Grey ist gleich wie beim Lego. Es fasst sich auch gleich an von der Haptik her. Also es gibt wirklich minimalste Unterschiede mit der Klemmkraft, wie gesagt. Aber das ist auch nur bei diesen Pins. Die anderen Pins, die kleinen Zwarer Pins, die schwarzen oder die blauen Dreier Pins, die haben beim King sogar mal Spur höhere Klemmkraft. Also da muss man ein bisschen mehr Kraft aufwenden, damit man es in die Löcher reindrücken kann. Ansonsten, wie gesagt, ist alles eins zu eins gleich. Zum Bauplan noch eine Kuriosität, was mir am Anfang nicht aufgefallen ist. Kann ich gleich zeigen. Und zwar, ich habe ja am Anfang mitgeteilt, dass die den Bauplan ein bisschen geschrumpft haben. Und so bringen sie jetzt auf einer Seite drauf, was Lego auf zwei Seiten macht. Nur haben sie eine Kleinigkeit vergessen. Es gibt ja da eine Art Legende, wo man die in dem Fall einen Liftarm anlegen kann, um einen Größenvergleich zu haben. Dass man, wenn man raussucht, kann man die anlegen, aha, passt, ist der richtige, ich brauche nicht die Löcher nachzählen. In dem Fall haben sie leider Gottes auch die Legende da geschrumpft. Ich kann es jetzt zeigen, das ist ein 9er Liftarm. Und wenn ich den jetzt da anlege, das soll ja auch ein 9er Liftarm sein. Vielleicht sieht man es. 9. Ich lege den jetzt da an, von der Größe her. Und man sieht, es ist ja eindeutig mitgeschrumpft. Also das braucht man nicht anlegen. Genauso das gleiche mit den Achsen. Ich habe da eine Dreierachse ausgesucht. Da ist auch eine Dreierachse. Und wenn ich die jetzt anlege, ein bisschen schwierig jetzt, weil sie so klein ist, und man sieht eindeutig, es passt nicht. Also wenn man Anfänger ist und sich auf das verlassen will, hat man vielleicht ein kleines Problem, wenn man sich schon ein bisschen besser auskennt und nicht mehr jede Achse noch kontrollieren muss, wie groß das jetzt wirklich ist, dann ist das überhaupt kein Problem, dann funktioniert das schon. Aber es ist skurril, dass sie auf das Detail vergessen haben beim Bauplan schrumpfen und Bauplan erstellen. Ja, also, bis jetzt, bis auf den Bauplan, wie gesagt, alles gleich. Kleine Klemmkraftunterschiede gibt es bei den Pins, aber nur mit dem kleinen 2er Pin mit Achse und den Kardangelenken. Ansonsten alles tippitoppi. Den Preisunterschied, was Lego da an den Tag legt zu den King. Also
bei uns in Österreich hat der Lego Defender ein OVP um die 170 Euro gehabt. Wenn man viel Glück hat, hat man um 140 gekriegt. Und der King wird momentan inklusive Lieferung, inklusive Versandkosten, das wird ja eigentlich so, kostet da um die 50, 55 Euro. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Knapp 100 Euro im Schnitt Unterschied. Das ist halt die Frage, ob sich das auszahlt. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht mit Bauabschnitt 2. Ich werde gleich loslegen.
Der Bauabschnitt 2 ist beendet. Gebraucht habe ich dafür 3,5 Stunden circa, also pro Seite. Gebaut habe ich die Vorderachse da, den Motor dazu, das Verteilergetriebe, wo man vorwärts-rückwärts schaltet, den Allrad und die Untersetzung, ob High oder Low, also ob schneller Geländegang oder langsamer Geländegang, wie das Getriebe funktioniert, wenn es interessiert, habe ich ein eigenes Video gemacht dazu, kommt dann später. Das Armaturenbrett ist dazugekommen, die Sitze vorne, Sitzbank hinten, ja, und beim Einstieg die Bretter links und rechts. Mittlerweile hat sich herauskristallisiert die Qualität von Lego und die Qualität von King. Das ist Lego, das ist King. Was mir aufgefallen ist, es gibt extreme Schwankungen im Bereich der Pin mit Achse, die Zweier-Pin mit Achse. Also das ist ganz, ganz schlimm bei King. Manchmal fällt es gar nicht, aber das haben wir eh schon gesehen. Wenn ich den jetzt kippe, fällt es raus. Pin mit Achse. Katastrophe bei King. Es sind auch diese Teile da, wo ich den jetzt reingesteckt habe. Die Dinger da, die sind auch in einer sehr unterschiedlichen Qualität. Einmal halten sie sehr gut, dann halten sie wieder wahnsinnig schlecht. Ja, also es ist sehr, sehr schwankende Qualität, was King betrifft. Lego hingegen top, überall gleich, gibt es gar keine Beanstandungen, also wirklich alles, alles gut. Es kostet nicht umsonst ein bisschen mehr, also ein bisschen ist gut, ein bisschen viel mehr, aber dafür gibt es auch keine Qualitätsschwankungen und es flutscht, es passt, alles top. Man merkt zum Beispiel auch da an der Lenkung, sie funktioniert zwar, aber sie dreht irrsinnig schwer. Man muss richtig Kraft aufwenden, damit das lenkt, das Auto. Da hingegen, das ist easy going, da brauche ich nur daran denken, lenkt er schon. Also wirklich ganz, ganz toll. Kreuzgelenke hier, auch ganz schlimm, sind wir schon bei der Lenkung da unten. Ist schon mal zweimal rausgefallen während dem Bauen. Muss ich wieder einfädeln dann. Oh, Wahnsinn. Also das hält fast nicht. Federung. Man sieht, die rote hat ein bisschen Stärkefederung, wenn man es lose hat, einzeln. Und man drückt sie zusammen, merkt man, dass das richtig stramm ist. Die graue sieht man, hat weniger Wicklungen. Ist ein bisschen leichter. Lego. King. Sieht man, die haben da nicht viel rumdauen. Da haben bei beiden die gleichen Federungen eingebaut. Es ist lediglich die Farbe ist anders. Also da haben sie auch nicht wirklich drauf geschaut. Es geht auch natürlich jetzt um eine Spur strenger als bei Lego. Das geht ein bisschen geschmeidiger. Was ganz eklatant ist und was meiner Meinung nach, ja, wie soll ich da sagen, das Out ist für King, ist das Getriebe. Also ich habe das ganz gleich zusammengebaut, ich habe wirklich keinen Unterschied gemacht zum Lego, auch vom Zusammenklemmen. Es ist so, dass es, wenn ich keine Untersetzung reingeben habe und keinen Gang, kann man es einigermaßen leicht drehen. Man sieht, es dreht sich alles mit. Sobald man eine Untersetzung reingibt, so, und einen Gang, so, noch vorwärts setzt, dann flutscht es schon nicht mehr so richtig. Dann ist es schon wirklich schwer zum Drehen. Und es war sogar so,
dass es komplett blockiert hat. Ich habe dann nachgeschaut, an was das liegen kann, und bin dann drauf gekommen, dass die Dinger da hinten sehr, sehr stramm funktionieren. Und das war wie ein Gummiband. Ich probiere bis jetzt da runterbringen. Das war wie ein Gummiband. Das hat sich, während ich gedreht habe da an dem Getriebe, hat sich das alles verspannt. Und irgendwann einmal hat die Kraft nachgelassen und dann hat auf einmal alles freigegeben. Und das hat dann nachgeflutscht. Es ist ein Wahnsinn. Und jetzt habe ich, das kriegt man sehr schwer runter, jetzt habe ich die da rausgenommen. Die da. Die sind so schwer gängig gewesen. Und man sieht auch, vielleicht kann die Kamera das einfangen. Da sieht man das. Kratzer. Ich hoffe, das geht einigermaßen, dass der Fokus das auch nimmt. Geht das? Nee, die Kamera ist da nicht wirklich gut, was das angeht. Probier es noch einmal vielleicht. Aber man sieht es, glaube ich, ein bisschen, es sind Kratzer drauf. Und das heißt, es muss irgendwo abgeschürft sein da. Mittlerweile geht es einigermaßen. Ich habe jetzt aber die Halbachsen nicht verbunden, weil es wirklich so streng geht. Man müsste das jetzt wieder irgendwie einfadeln, aber ich mache es nicht. Ich lasse es jetzt einmal derweil so. Und jetzt schon wieder rausgeflogen, der Pin mit Kreuz. Und so kann man es einigermaßen drehen. Wenn man einen Rückwärtsgang reingibt und versucht zu drehen, sträubt es sich schon ein bisschen mehr. Es ist schon wirklich schwer zum Drehen. Aber es geht einigermaßen jetzt komischerweise ein bisschen leichter, weil ich es schon sehr oft probiert habe. Aber kein Vergleich zum Lego. Da tun mir richtig die Finger weh, weil ich einen Abdruck habe. Das flutscht dahin. Also man muss schon Gang einlegen. Das flutscht dahin, da gibt es überhaupt keine Probleme. Also, das ist 101. Das ist super leichtgängig. Es ist von der Klemmkraft her immer gleichmäßig. Also da merkt man schon einen riesigen Qualitätsunterschied zu King. Es ist auch ja, fast so riesig, der Preisunterschied zwischen den zwei. Aber es ist halt die Frage, wenn man den nur hinstellt, also aufbaut und hinstellt, und optisch schaut sie wirklich komplett ident aus, dann merkt man überhaupt keinen Unterschied. Aber wenn man ein bisschen spielen will damit oder den gar motorisieren möchte, dann wird man wahrscheinlich beim King Probleme kriegen. Das ist dann nicht so toll gelöst. Ja, das war's einmal fürs Erste. Es geht jetzt dann weiter mit Bauabschnitt 3. Aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal dann.